Er hat mich noch nicht gesehen. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Okay. Wir gehen jetzt Sandwiches testen. Mit am Start natürlich Tati, weil der will irgendwann mal, hat er den Traum, eigene Sandwiches, einen Sandwichladen rauszubringen. Der Laden gehört Freunden von Chong. Chong leider nicht am Start. Digga, Tati, echt Speedy Gonzales, Mann. Richtiger Sonic the Hedgehog, Mann. Alter, zum Glück sind wir schneller, weil ich weiß, wo der Laden ist, Mann. Ich hab dich seit unten Magieplatz gesehen. Was? Ich hab dich unten Magieplatz gesehen. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh mein Gott, wieso sagst du nichts, Mann? Ja, ich hab Kamera vorbereitet. Aber du bist so schnell. Das ist Neueröffnung, oder? Relativ, so einen Monat vielleicht, bisschen länger, aber bisschen weniger. Steht da, glaube ich, da, oder? Du träumst von Sandwiches. Ja, Mann, ich liebe es. Deswegen bin ich sehr gespannt heute. Ja, Mann. Leider nicht. Ich bin im Insi-Modus. So. Kommen wir irgendwie auf Italien-Zeugs hier. So. Habt ihr viel Laufkundschaft hier? Ja, scheiße. Als Sandwich muss man ja mit Subway konkurrieren. Und ich finde Subway schon sehr stabil. Sehr, sehr stabil, ja. Was hast du gesagt nochmal? Nur aus sizilianischen Orangen besteht das auch. Perfekt, danke dir. Also optisch schaut das schon ein bisschen schlecht aus. Was mir da auffällt, ist Kirschtopf. Oh, warte. Macht euch was aus, wenn wir die Musik ein bisschen leiser machen? Ich wollte sagen, dass mir gleich auffällt, also optisch schon sehr schön auf jeden Fall. Kirschtomaten. Besser, immer besser als normale Tomaten. Immer. Auf jeden Fall. So, legen wir los, oder? Ja. Legen wir los. Okay. Wir sind eher halt eins nach dem anderen, oder? Yes. So, was ist denn, was war denn? Das war das Vegane, das ist das Hähnchen. Hähnchen, Thunfisch. Thunfisch und das ist Roast Beef. Ich fange mal mit dem Hähnchen an. Ich habe noch keine Ahnung, wie Tati ist von. Er hält sich noch bedeckt. Okay. Hm, Guacamole. Wir hatten jetzt gerade so Hühnchen mit Hühnchen. Und das Hühnchen geht ein bisschen unter, sage ich jetzt mal. Schmeckt noch nicht so. Aber geschmacklich sehr gut. Schafskäse ist sehr lecker, ein sehr guter Schafskäse. Habe ich jetzt mal so probiert. Avocado schmeckt man. Gut, sehr gut. Guter Start. Veganer. Vegan. Vegan. Avocado, rote Beete, Spinat. Ich glaube, veganer Käse oder sowas. Wo ist da die Proteinquelle, Mann? Hm. Also den hat die sich ausgesucht. Ich hätte den nicht genommen, Leute. Warum denn? Junge, wir leben in einem... Wir müssen vegan denken, Mann. Ja, du warst so eine vegane Proteinquelle. Ja. So lecker. Also ich habe nichts gegen vegan. Es ging mir um die Proteinquelle.
Mach die Soße. Bisschen messy. Nehmen wir 40. Safe. Mein Gott, Tati, ich glaube, die haben was vergessen. Mhm. Was haben sie vergessen gerade? Das steht zumindest drauf, glaube ich. Mein Gott. Ich habe keine geschmeckt. Die sind sehr intensiv normalerweise. Aber auch sehr teuer. Im Eifer des Gefechts wahrscheinlich vergessen. Aber wir werden es dir noch sagen. Egal, okay, aber weiter. Hier kommt deine Poutine-Quelle jetzt, oder? Oh, yes. Weißt du, was mich tut, was du mich immer erinnert? Am Ballisch, oder? Das liebe ich auch. Das schönen Oliven. Kapern, ich liebe Kapern. Mhm. Gestern Döner gegessen, bei Hans Kebab Döner des Monats, gleich hier um die Ecke. Zufällig hat er auch Oliven drin gehabt. Dieses Mal als Special. Hat die studiert noch die Speisekarte? Wie gesagt, finished. Wie kommt man so drauf, einen Sandwichladen aufzumachen? Wie man drauf kommt. Ja, weil Sandwich ist jetzt nicht so verbreitet, außer jetzt Subway. Ja, in Italien ist es ein Hype. Ah, okay. Ja. Genau, jetzt wollen wir einen neuen Hype nach Deutschland bringen. München lassen. Boah. Ich habe leider noch nicht die Reichweite, um irgendwas zu hypen hier. Zum Beispiel. Der Spinat, ich würde ihn ein bisschen marinieren, weißt du? So wie ein Salat, so ein bisschen, weil nur Spinat so zu essen ist ein bisschen schwierig. Die Avocado genauso. Dieser vegane, so rote Beete und so, das ist alles sehr lecker. Ja? Ich mag sowas. Aber dafür hat mir ein bisschen so der Bums gefehlt, so ein bisschen das Salz und so. Avocado ist halt immer schwierig, ja. Weil Avocado so ist halt geschmackslos, ja. Und Salz. An sich ist ja einfach ein natürlicher Geschmacksverstärker und dann das ein bisschen so aufpeppeln. Ja. Mhm. Zitrone würde auch, denke ich mal, ein bisschen gut dazu passen. Avocado, Spinat, Zitrone ist immer sehr, sehr gut. Zum Beispiel anscheinend Basilikumsoße. Basilikum habe ich nicht so geschmeckt. Vielleicht kann man da, ihr habt ja da so Blätter, ihr könnt auch ein paar Blätter noch mit reinmachen oder sowas zum Beispiel. Da hast du gleich, dann merkst du gleich, boom, Basilikum. Ja. Und die Pinienkerne haben gefehlt. Ich glaube, da sind keine reingegangen, aber mein Gott, das kann ja passieren. Ja. Weil Pinienkerne geben auch nochmal schön Geschmack ab. Ja? Und die am besten rösten, ein bisschen so, dann haben die richtig geilen Geschmack. Weil das ist ein geiles Sandwich. Also diese Komponenten alle, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Rote Beete, Avocado, das ist wirklich geil. Ja. Von den anderen, das fand ich gut, fand ich sehr gut. Ja. Das Roastbeef, das war ein bisschen geräuchert, glaube ich. Gell? Das ist geräuchertes Roastbeef. Auch die Schärfe war gut, das fand ich zu scharf und nicht zu.
genau, war sehr gut. Der Käse war super, hat mir leicht geschmeckt, so dieses cremige, so Schmelzkäse. Bei der Hähnchenbrust auch die Guacamole, auch ein bisschen, ich würde da auch ein bisschen Guacamole einfach, wenn du normalerweise eine Guacamole isst, die ist auch ein bisschen schärfer auch. Ja. Ja. Und ja. Ich war dann auch ein bisschen vorsichtig. Ja, natürlich, ja. Der Feta ist sehr gut, also geschmacklich ein guter Feta ist es. Hähnchenbrust ist ein bisschen untergegangen, sage ich jetzt mal. Das ist halt die Frage, ob man da vielleicht ein bisschen mehr reinmacht oder nicht. Müssen wir mal testen. Thunfisch ist nicht so, also ich bin kein Thunfisch. Ich mag den nicht so gerne. Ja, aber der war sehr gut, auch mit den Olivenkapern und so. Da kann man nie genug auf den Sandwich machen. Das ist echt gut. Das Brot ist sehr lecker, auf jeden Fall. Sehr gutes Brot. Ja, im Großen und Ganzen wirklich gut. Kann man nicht sagen. Ja. Kann man echt nicht sagen. Gut. Okay, danke dir. Was denn? Ja, hast du gut gemacht, Professor. Ja, man muss halt ein bisschen auch. Ich bin auch schon seit über 20 Jahren in diesem Geschäft, Alter. Kann ich ja auch. Ich weiß ja, was ich mache. Ja, klar. So, ein Kuss geht raus an die Jungs. Ein großer Gruß geht raus an die Jungs, Alter. Sehr nett. Ja, nett auf jeden Fall. Sehr nett, die Jungs. Lecker war es auch, auf jeden Fall. Ja. Sie können gerne gehen. Sie stören nicht. ja. Bemüht auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zielstrebig. Es war sehr lecker, aber viel Luft nach oben noch. Finde ich jetzt, meine Meinung. Beziehungsweise, ja, man kann immer ein bisschen Kleinigkeiten verbessern. Ja, aber das wir waren auch sehr ehrlich zu denen und sie haben aber auch ehrliche Gäste und alles. Aber sie sind auf dem richtigen Weg, ja. Ich finde das echt gut, was sie machen. Weil wie gesagt, Sandwich ist echt sehr rar. Es gibt ja immer nur so das diese, ist sehr rar, ja. diese kalten Sandwiches immer so oder diese kalten Brötchen oder was auch da immer. Da checken wir jetzt gleich direkt einen Konkurrenten noch ab. Genau. Also und nicht essen, wir schauen nur mal vorbei. Genau, und sonst, wie gesagt, die machen das schon richtig. Die haben viele Ideen. Ja. Die sind sehr frisch auf dem Markt, seit einem knappen Monat. Ja. Und ich bin da sehr zuversichtlich und ich hoffe sehr, dass es da bergauf geht, ja. Und gibt es den Jungs eine Chance, Alter. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ich muss aber auch sagen, die waren alle sehr gut, die waren solide. Ja. Aber da war jetzt keiner dabei, der mich umgehauen hat. Genau. Ja. Genau. Und das war ja der Punkt, was ich gesagt habe, weil da fehlt es einfach so ein bisschen an Geschmacksnuancen einfach. Wo du dann sagst, okay, jetzt, weißt du, vielleicht ein bisschen an der Soße feilen oder. Ja. Oder noch eine Zutat dazu. Ja. Aber wie gesagt, wenn die es weiter so machen und denke ich mal, dass der Witz dieser Wow-Effekt noch kommen, dann bin ich mir ganz sicher. Okay, ja. Die andere Sache ist halt, es sind halt Sandwiches. Mhm. Und ich gehe halt von mir aus. Wann habe ich jetzt Bock auf ein Sandwich? Relativ selten, wenn ich rausgehe, was auf die Hand, dann wird es meistens ein Burger oder ein Döner. Ja, genau. Das ist halt eigentlich die Konkurrenz. Die konkurrieren nicht mit anderen Sandwich-Läden, nein. Sondern die konkurrieren mit Döner und Burger und so. Genau. Und da ist halt schon auch schwierig. Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Deshalb müssen sie vom Geschmack hin, genauso wie bei einem Döner zum Beispiel. Mhm. Weißt du, das Fleisch beim Döner ist saftig, lecker, schön mariniert. Ja, die Soßen und so, das Brot. Deswegen müssen sie dahin und das ist genau der Punkt. Ja. Und ja, wir werden jetzt mal hin. Also ich werde auf jeden Fall ab und zu mal hingehen und mal schauen, was Sache ist und gerne auch immer ein bisschen behilflich sein. Ja. Ja. Bei sowas, damit einfach dieser Geschmack kommt. Und Sandwiches ist einfach mein Ding. Ich liebe es. Ja. Und ich wünsche den Jungs auf jeden Fall alles Gute. Habt ihr nichts aufgenommen jetzt? Take 2, Leute. Das ist die Konkurrentin, Leute. Habe ich auch schon mal überlegt, abzuchecken. Weil ich das auch öfters auf Insta sehe, ist zwar nicht ganz meine Bubble, aber es sieht sehr gut aus und wie gesagt, es ist sehr gehypt auf Insta. Nochmal. Ich finde es sehr schön mit der Auslage hier, weil das ist also mit dem Käse, mit dem Schinken, mit der Wurst und so, das finde ich sehr, sehr schön, ja, so ein bisschen italienisch. Schon nice. Schon nice. Und es flackert nicht in echt, Leute, es flackert nur auf der Kamera. Das wollte ich Tati zeigen. Das habe ich letztens beim Vorbeigehen gesehen. Aber ist nur Pop-up und nur noch morgen. Weil Tati wollte sich irgendwann mal da bewerben. The Taste. The Taste ist krass. Aber vielleicht wird es, wenn es ein Pop-up ist, heißt er,
Das ist ja so ein Versuch eigentlich. Ja, genau. Meistens schon, ja. Wer weiß, vielleicht kommt es ja dann. Für Taste als Restaurant. Und zum Löffelchen und so. Immer doch. Und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Sandwiches. Ich finde, das ist eine schwere Branche. Ich weiß nicht, Bruder. Also, das wieder Tat übernommen. Der hat eine Menge zu sagen. Der will ja, hat den Traum, so wie Doug von King of Queens, irgendwann einen Sandwichladen aufzumachen. Es gibt 3 Sandwichläden, die habe ich echt gefeiert. Alle dicht gemacht. Also, außer jetzt Subway, vietnamesische Sandwiches, also Bánh Mì. Und ich sag mal jetzt so Bäcker-Sandwiches, so nenne ich die. Gibt es in München keine Sandwiches? Ich wünsche ihnen das Beste, weil die geben sich Mühe. Die haben eine Menge Feedback von Tati angenommen und Hilfe. Die meinen auch, die callen ihn irgendwann mal. Ich habe gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu Sandwiches. Feiert ihr Sandwiches? Geht ihr auf Sandwiches essen? Ja, wie gesagt, inshallah, ich kann denen nur das Beste hoffen. Das war's von mir, von Tati, von den Sandwich-Leuten. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, Leaping Crow, Crypto Cashflow generieren, jeden Tag tracken, see you as business und ciao.